Mom! Mom! Ich glaube, es funktioniert! Oh, das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, sie wären tot. Wir sind so schnell wie möglich hergekommen. Ich habe die Erschütterungen im Kopf gespürt, als hätte ich gewusst, alles bricht zusammen. Solange ich denken kann, habe ich eine Finsternis am Horizont gesehen und mir immer gesagt, hoffentlich explodiert diese Finsternis heute nicht. Und jetzt ist es wohl passiert. Und was jetzt? Wir kämpfen doch. Nicht wahr, Mom? Ich glaube nicht. Ist das dein Ernst? Stimmt, du meinst ja alles ernst. Aber warum? Was ist denn? Etwas wurde verschoben oder wie ein Wandteppich, der auseinanderfällt. Ich kann's nicht erklären. Und reparieren kann ich's schon gar nicht. Jemand muss es wissen. Wir können uns doch nicht gemütlich mit einer Tüte Popcorn das Ende der Welt anschauen. Was soll ich tun? Ich weiß nicht genug über diese Finsternis. Ich höre nur die Stimmen in meinem Kopf. Joseph wüsste es. Er wusste immer ganz genau, was zu tun war. Und ich wusste, wie man es tun musste. Sogar schon als Kind. Dann gibt's nur einen Weg, das rauszufinden. Los, gehen wir zu Old Joe. Du weißt, das geht nicht, Kyra. Wir reden seit Jahren nicht. Sie würden uns wegschicken. Blut ist dicker als Wasser. Und das ist nicht immer etwas Gutes. Wir sind eine Familie. Und es geht um die Rettung der Welt oder wenigstens dieses kleinen Teils. Du erzählst mir doch immer, wie wichtig die Familie ist. Und dass man gerade in schlimmen Zeiten zusammenhalten muss. Und schlimmer wird's nicht. Du musst mit ihnen reden. Und sie müssen zuhören. Es geht nicht nur um mich und um Joseph. Da sind Frank und Joe und der Rest des Stammes. Die Wunden reichen zurück bis zum Tod deines Großvaters. Und sie sind einfach zu tief. Sie werden nicht zuhören. Und sie werden nicht helfen. Wir sind schon sehr lange kein Stamm und keine Familie mehr. Wir sind allein, Kyra. Alte Leute können so stur sein. Und ja, das gilt auch für dich, Mom. Wenn du einfach nichts unternehmen willst, muss es jemand anders tun. Jemand, dem dieser dämliche Familienkrach komplett am Arsch vorbeigeht. Bevor es zu spät ist.